Hallo und herzlich willkommen bei der Folge alles 22 Nordfriesische Marsch Version 1.3.1 fix, glaube ich, oder wie es auch immer heißt. So, einmal säen, zweimal spritzen, alles unterwegs. Wir machen jetzt eben unser Lager leer. Dann will ich das Lager nämlich abreißen, das neue Lager bauen, dann ist das auch schon mal erledigt. Dann könnte man auch sofort den neuen Kurs dann einfahren. Vielleicht löschen wir jetzt auch gleich erst eben die ganzen Kurse da weg. Ich glaube, wir löschen jetzt gleich jetzt eben die ganzen Kurse da weg. Dann fahren wir das noch, dann reißen wir ab, bauen neu, fahren den Kurs auch direkt neu ein. Weil ich denke, der kommt jetzt, glaube ich, ein bisschen weiter raus, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, weil er, glaube ich, ein Nümmerchen größer ist. Da müssen wir sowieso mal gucken. Guck mal, Lohndienstleistung, Feld 66, schon 10% abgeschlossen, das ist optimal. Das ist das Säen. Das geht jetzt alles relativ zügig. Ich werde jetzt sowieso nur noch diese Folge aufnehmen. Dann werde ich das Safe-Game einfach laufen lassen, denke ich mal. Guck mal, ab dem Punkt hier können wir noch theoretisch... Ne, ab dem Punkt können wir löschen. So, ist gut. Hätten auch eben drunter stehen bleiben können, eben den Rest Weizen noch reinlaufen lassen können. Egal, fürs nächste Mal. Und mal voll. Und dann können wir das jetzt bauen, dann ist das nämlich fertig von unserer Liste. Warum steht hier eigentlich so viel? Was ist das? Zuckerrüben? Cool. Können wir Kohl ernten? Das ist ja voll schön. Ich habe schon noch so viel Flächenkohl. Wir waren jetzt gerade auf noch eine Fläche Kohl. Guck mal, 72 auch schon 10% abgeschlossen. Guck mal, 78 jetzt mit 21%. Wo ist denn die große Rubinspritze? Ach, guck mal, die hat sogar noch 22% drin. Also die kriege ich wohl, na, muss wahrscheinlich wohl auch zwei, drei Mal fahren, aber dann ist es fertig. Im April ist halt auch noch nicht so viel los. Jetzt kannst du halt sagen, wie es ist. So, das bauen. Abreißen. Das, da gibt es dann für 55.000 Euro gibt es das dann sogar schon mal wieder. Silos, und dann gibt es hier nämlich die erweiterbaren oder die Dings-Silos. Ich tendiere, aber die sind halt schon schier teuer und viel zu groß. 1,2 Millionen Liter, 155, 1,8 und 2,6. Und das ist auch nicht so groß, das könnte man echt sogar nutzen. Ah, nur aufladen ist auf der anderen Seite. Das ist natürlich jetzt, obwohl... Pflanzen, können wir das woanders hinbauen? Stört das irgendwo? Die Ecke ist dann halt. Oder bauen wir das so? So hin? So hin? Ne, so hin ist auch scheiße eigentlich. Kann halt 1,8, hat aber genau das gleiche Problem, ist aber schmaler. Ich wäre dann sofort für ganz große 2,6 Millionen Liter. Da bin ich ja sofort, dann machen wir jetzt einmal richtig, dann geben wir einmal richtig Geld aus. Und dann ist es fertig, meiner Meinung nach. Dann brauchen wir das, ich muss mal ganz kurz gucken, ob das einigermaßen gerade auch ist, was ich hier gemacht, was ich hier gedreht habe. Ja, so ist es wohl. Passt das denn so noch in der Flucht mit da hinten? Obwohl, es passt ja doch ganz gut hier hin eigentlich. Dann könnte man halt danach noch so einen Schnellfermenter oder sowas hinbasteln. Schnellfermenter, Mischfutteranlage und sowas alles. Komm. Ist gebaut.
hat theoretisch auch eigentlich ganz genug. Ja, dahinter ist auch eigentlich genug Platz hier zum Abholen und so. Ja. Ja, warum nicht? Das gefällt mir. Das können wir machen. Das können wir machen. Ja. Gut. Dann haben wir das, die Sorge nämlich auch erstmal weg. Das Problem ist halt nur, wir müssen da jetzt auf jeden Fall die Kurse anpassen. Denn die passen jetzt überhaupt nicht mehr. Zack, so ist gut, so reicht. Das ist ja eigentlich, ne, das ist... Komm, mach noch einen Punkt. Hoflage. Okay. Schauen wir da noch Maschinen parken oder so, ich weiß auch noch nicht. Wir müssen ja auch noch aufladen, das ist ja auch noch so eine Baustelle. Ich könnte den gleich aber mal dahin schicken und gucken, ob das auch funktioniert, wie wir das hier gerade gebastelt haben. Die Laterne funktioniert, 1A. Die ist gut. Und hier kann ich ja theoretisch sagen, einfach zack, so hin. Und dann sag ich, fahr mir einfach mal abladen am Hoflager. Jetzt gebe ich mir schon fast einen Weg vor, da musst du also gar nicht mehr so viel machen. Guck mal, fährt auch schon mal in der richtigen Richtung. Wer weiß schon, wo ich hin muss. Vielleicht werden wir das auch noch mal ein bisschen anpassen hier. Ich hoffe, dass der jetzt auch abkippt. Eigentlich macht er das wohl. Ne, macht er nicht. Kann ich einen anderen Kurs nehmen? Aufladen. Fahrzeug. Ist das denn Drescher abfahren? Ist es nicht. Abholen und abliefern. Abholen. Sagen wir einfach mal eben da, ist ja scheißegal. Abkern ist dann da und du lädst Weizen ab. Der braucht nur die Werkstatt, der ist mir noch wurscht. Guck mal, von hier aus kommt der. Oh, nee, hier kommt der schon mal nicht dahin. Ich muss weit genug unten starten, dass ich einstellen kann, wo der hinfährt.
Wo fährt er jetzt hin? Das interessiert mich jetzt aber echt ganz kurz blendend. Fährt jetzt echt erst zur Werkstatt? Ich weiß noch nicht, was der macht. Fahrt zur Werkstatt, ach so. Ist der hier rein, oder nicht? Ja. Fahre zum Abladepunkt. Eine Minute soll das dauern. Ich bin mal gespannt. Bin halt echt gespannt wie so ein Flitzebogen. Baue ich auch nochmal einen Weg rein. Weiß ich auch noch nicht. Wir müssen eh mal gucken, wie wir die ganzen Wege machen und das Wegenetz allgemein, weil nicht, wenn das. Ich will nachher nicht, dass das irgendwie so ein. Wird so ein Kuddelmuddel wird, da habe ich ein bisschen Bange vor, aber. Ah, er macht schon mal offen, das ist schon mal gut. Kipp ab. Das läuft. Das ist alles, was er machen sollte. Das war theoretisch das Wichtigste an dem ganzen Abend, dass das neue Silo eingebunden wird. Weil dann tütteln wir da jetzt noch eben den Dingskurs dran. Ah, der lädt nur durch Conchi über. Egal, schafft der auch was. Läuft. Scheiße. Die Spritze ist einfach zu wüst für alles, die ist einfach nur scheiße. Wenn wir irgendwann mal eine Spritze kriegen, nicht die. Ich finde die nämlich gar nicht so geil. Ja, der muss 32, ja, der muss ein paar Mal aufladen, muss der wohl. Ich überlege gerade, wie ich es mache. Wenn ich dann hier komme und einmal um den Pudding muss, dann muss ich ja auch mit dem LKW irgendwie rumkommen. Das ist ja mein Problem.
Punkt. Den nennen wir jetzt um. Hof. Hof. Lager. Aufladen. Okay. Vielleicht kommt hier vorne auch nichts hin. Vielleicht müssen wir hier dann so ein bisschen so rangieren und so einen ganzen Kram. Müssen wir auch irgendwo haben. Gut, ich bin aber jetzt noch den letzten Kurs ein. Für euch war es das dann auch schon wieder für heute. Wir hören uns dann morgen wieder bei der Folge Nordfische. Macht bestimmt noch gut. Tschüss.